Let's go. Murasaki, du kommst wie gerufen. Ein in Limsa-Lominsa registriertes Handelsschiff wurde von den Sturzseesagen überfallen. Es hat eine Lieferung Kristalle aus Ogumoro von den Kobolden geladen. Admiral Merlwood befürchtet, dass die Sturzseesagen eine Primalbeschwörung planen und dafür die Kristalle benötigen. Sie trifft sich mit den Sagen der Kalmensee-Fraktion am Süddamm zu einer Lagebesprechung. Deine Erfahrung im Kampf gegen Leviathan könnte uns von großem Nutzen sein. Der Admiral besteht daher darauf, dass auch du an der Sitzung teilnimmst. Bitte begib dich zum Süddamm im westlichen Lanosea und triff dich dort mit Admiral Merlwood. Wird erledigt. Diesmal ja das Ganze als Schnitter. Und mit dem Schnitter beenden wir dazu noch. Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lässt, Murasaki. Ich nehme an, die Marinesekretärin hat dich über den Vorfall ins Bild gesetzt. Die Tatsache, dass das Handelsschiff mit einer Ladung Kristalle unterwegs war, ist höchst besorgniserregend. Ich bin mir sicher, dass die Sturzseesagen Leviathan beschwören möchten. Zum Glück scheinen sie noch nicht über die dazu erforderlichen Mengen an Kristallen zu verfügen. Die Sturzseesagen sehnen sich nach der Zeit zurück, als sie noch in Leviathans Bann standen. Aus irgendeinem Grund scheinen sie zu glauben, dass der Zusammenhalt unter ihnen größer war, als sie noch besessen waren. Wieso es das Gemeinschaftsgefühl gestärken sollte, wenn man einen falschen Gott anbetet, ist mir schleierhaft. Jedenfalls ist das der Grund, weshalb sie ihn herbeirufen möchten. Eine nochmalige Beschwörung würde unsere bisherigen Friedensbemühungen zunichte machen und muss um jeden Preis verhindert werden. Im Moment erfordert die Jagd nach den Endzeitbestien zwar all unsere Kräfte, aber dennoch darf es nicht zu einer Beschwörung kommen. Die Auswirkungen wären fatal. Die Winde scheinen ungünstig zu stehen. Was schlägst du vor, Murasaki? Sowohl die Henkershorte als auch die bekümmerten Klabauter und die leichtblütigen Sirenen beteiligen sich bereits an der Suche nach den Blasphemitäten. An der Suche nach der Blasphemität. Fällt jetzt niemand sonst ein? Die lassen das Heer der Helden wieder aufleben. Das legendäre Heer der Helden, Erfahrung im Kampf gegen Prima hier besitzen sie. Was ihre Fähigkeiten anbelangt, würden sie sich für diese Arbeit daher zweifellos eignen. Oh, bin schon wieder ein bisschen zu schnell beim Drücken gewesen. Doch der Kommandant des Heeres der Helden ist seit der Auflösung der Gruppe verschollen. Ich weiß nicht, ob die anderen ehemaligen Mitglieder ohne ihren Anführer mitmachen werden. Doch in der Flaute müssen alle an die Ruder. Ich werde mich unverzüglich mit Wayskate in Verbindung setzen, der damals im Heer als Vizekommandant diente. Triff mich später bei der ertränkten Sorge. Ich werde all meine Überredungskünste aufbieten müssen, um Wayskate für unsere Sache zu gewinnen. Noll, dich bitte ich, uns weiterhin auf der Suche nach der Blasphemität zu unterstützen. Aber gewiss doch, falls sich bei den Sturzseesagen etwas tut, werde ich dich ebenfalls informieren.
Ich bin mal gespannt, ob wir sie auch mal sehen. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Also wir haben bis jetzt jede Blasphemität wenigstens schon mal einmal zu Gesicht bekommen. Wenn auch nur durch Bilder von... in den ertränkten Sorgen. Gut. Na, da steht auch alte Helden rosten nicht, ne? Boah, von hier aus kann man übrigens überall hin, ne? Wasaki, ich hoffe, du wartest noch nicht lange. Du bist allein gekommen? Eine Angelegenheit von größter Dringlichkeit, was mag das sein? Der Anblick altbekannter Gesichter lässt meine Hoffnung dahinschwinden, dass es sich gelohnt hat, meine Flasche Bacchuswein ins Regal zurückzustellen, um hierher zu eilen. Was könnte der Admiral des Mahlstroms von einem Pikenier des Klageregiments wollen? Einem, der sich zurzeit im Dienst befindet, wohl bemerkt. Landener, lass das schwülstige Gerede, das von bekomme ich Ausschlag. Gut. Altes Haus, spricht man etwa so mit einem ehemaligen Kampfgefährten? Irgendetwas sagt mir, dass wir nicht bloß hier sind, um bei einem Glas Wein alte Freundschaften aufzuwärmen. Psch, lauter dicke Freunde, Brüllwolks, ertüpfen Herz vor Freude. Zunächst einmal möchte ich mich bei euch allen im Herzen bedanken, dass ihr auf meine kurzfristige Einladung hingekommen seid. Die Einladung kannst du dir sparen, komm zur Sache. Ich will das Heer der Helden erneut aufleben lassen. Du wirst uns sicher gleich verraten, warum du das möchtest. Kurzum, Lanosea wird nicht nur von den Endzeitbestien bedroht, sondern auch von den Sturzseesagen, die planen, Leviathan zu beschwören. Eine Primae ist kein Gegner, dem man mit einem gewöhnlichen Heer beikommt. Doch wenn es sich dabei um das Heer der Helden handelt, das in der Primae-Bekämpfung schon einiges an Erfahrung gesammelt hat, sieht die Sache anders aus. Verstehe. Leider kann ich dir nicht weiterhelfen. Das Heer der Helden wurde aufgelöst und das lässt sich nicht einfach rückgängig machen. Immer langsam mit den vorherigen Entschlüssen. Du hast doch nicht vergessen, wie unser Motto damals lautet. Stärke für die Schwachen eintreten. Die Leute aus Lanosea haben uns immer beigestanden. Und du dankst es ihnen?
indem du die Augen vor der Not verschließt? Der Kommandant würde sich im Grab umdrehen, wenn er denn tot wäre. Tot werden wir wahrscheinlich sein, wenn wir uns ohne Kommandant in den Kampf gegen eine Primae stellen. Er war nicht nur ein exzellenter Kämpfer, sondern auch ein herausragender Anführer. Ohne ihn verfügen wir nicht über die Stärke, um für die Schwachen einzutreten. Ein herausragender Anführer? Was? Natürlich! Kann nicht Murasaki eure neue Kommandantin werden? Sie verfügt über alle dazu erforderlichen Fähigkeiten. Ein ungewöhnlicher Vorschlag, aber eigentlich gar nicht so abwegig. Stärke, Edelmut, Geschick, rasche Auffassungsgabe, Güte, alles Eigenschaften, die Murasaki mit dem Kommandanten teilt. Jo, verbündeten Freund hat starke Hand. Brüllwolks weiß aus Eigenerfahrung. Was meinst du? Fühlst du dich imstande, uns anzuführen? Aber klar doch. Jetzt sind wir nicht nur die Heldin Eoseas, sondern auch die Anführerin des Heer der Helden. Aber passt eigentlich. Du klingst ja sehr überzeugt von dir. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass das Heer der Helden eines Tages seine Rückkehr feiern würde, hätte ich ihm ins Gesicht gelacht. Und was ist eigentlich mit dem früheren Kommandanten? Er bleibt verschollen, nicht wahr? Nein. Der Kommandant ist von der Bildfläche verschwunden. Damit jeder von uns auf seine eigene Weise Gutes bewirken kann. Er wird wohl nie wieder auftauchen. Wie dem auch sei, auf euch warten zwei große Aufgaben. Zum einen sollt ihr uns bei der Bekämpfung der Blasphemität helfen und zum anderen müsst ihr verhindern, dass die Sturzlesagen erneut Leviathan beschwören. Eine ziemlich große Verantwortung für eine Gruppe von Leuten, die sich zum ersten Mal seit langem wieder getroffen hat. Wir werden uns genau überlegen müssen, wer sich für welche Aufgabe am besten eignet. Das heißt, du wirst dir das überlegen müssen, Murasaki. Als Kommandantin des Heeres fällt dir die Zuteilung der Aufgaben zu. Lass dir Zeit und teile uns nach reiflicher Abwägung deinen Entschluss mit. Was? Bevor wir die Blasphemität erlegen können, müssen wir sie zuerst finden. Das ist das eine. Die zweite Aufgabe lautet, die Beschwörung Leviathan zu verhindern. Du wirst als unsere neue Kommandantin entscheiden müssen, wer sich für welche Rolle am besten eignet. Ich schlage daher vor, dass du mit allen sprichst, um unsere individuellen Stärken und Schwächen zu erfahren. Ja, super. Ich sage dir, worin ich gut bin. Ich stoße meine Lanze in die Eingeweide meiner Feinde und mache Schaschlik aus ihnen. Daran bin ich unschlagbar. Wow! Mit Leviathan sollten wir ebenso verfahren. Warum seine Beschwörung verhindern, wenn wir den fetten Aal aufspießen und grillen können? Okay. Blasphemität. Eine weise Entscheidung, Konflikte zu verhindern, liegt dem Hitzkopf weniger. Er ist eher der Typ, der sie anzettelt. Anders als Landonel, der mehr Muskeln hat als Verstand, verfüge ich als Häuptling der Drakonjäger über die Fähigkeit, auch in einer äußerst angespannten Situation Ruhe zu bewahren. Auch wenn ich meine ausgezeichneten Kampffähigkeiten zahlreichen Stammeskriegen verdanke, so weiß ich doch,
dass es zuweilen klüger ist, die Waffen ruhen zu lassen, denn auch der Stärkste braucht hin und wieder eine Pause. Nur wer es versteht, sparsam mit seinen Kräften umzugehen, wird in der Wüste überleben können. Der Umgang mit gemeingefährlichen Gegnern, die selbst vor der Beschwörung eines Priebe nicht zurückschreckten, verlangt einen kühlen Kopf. Und den besitzt Uodo nun zweifellos. Eine gute Entscheidung. Das obere ist ja für Kämpfe, das untere ist mehr verhindern. Verhindern heißt ja, ja. Dass es dann nicht unbedingt zu einem Kampf kommt. Wie du weißt, habe ich mein Augenlicht in einer Schlacht verloren. Aber meine fehlende Sehkraft mache ich durch meine hervorragenden psychologischen und strategischen Fähigkeiten wett. Obwohl ich nicht gut darin bin, Dinge zu sichten, gelingt es mir stets, die Lösung für ein Problem zu finden. Ich denke mal, den können wir ruhig auch nach Leviathan schicken. Eine Entscheidung, die deine guten Charakterkenntnisse zeigt. Als hervorragender Taktiker und Stratege wird es Shamani Lomani bestimmt gelingen, das Verhalten der Sturzseesagin vorherzusehen und zu unseren Gunsten zu manipulieren. Aber wir brauchen auch welche für die Blasphemität, ne? Pschio, Brüllwolx hat viele nützliche Sachen von Indigo-Hand, kannst du gerne benutzen. Fernguckenrohr mit Wasserdichtlinse, Findengerät für verlorene Sache, alles für Begehrenherz. Okay, suche nach der Blasphemität. Sehr weitsichtig. Unter Brüllbox Geräten finden sich sicherlich auch welche, die uns auch bei der Suche nach der Bestie nützlich sein können. Ist ja gar nicht so schwer. Sehr gut, jeder weiß nun, was er zu tun hat. Außer du weißt, Kate, was machst du denn? Du hast gute Charakterkenntnisse bewiesen. Und jedem die Aufgabe zugeteilt, die seine Fähigkeiten entspricht. Respekt! Das heißt, wir haben es gut gemacht. Nachdem wir die Frage der Aufgabenteilung geklärt hätten, kommen wir zur Kommunikation untereinander. Jeder von euch soll eine Kontaktperle erhalten. Ihr könnt sie im Malstrom-Flottenkommando in Empfang nehmen. Ja, was ist mit Weiß, Kate? Ist er jetzt beim oberen oder beim unteren Team? Ich werde erst einmal zu meiner Flasche Bacchuswein zurückkehren. Wenn du uns rufst, stehen wir zur Verfügung. Ich kann jetzt schon kaum erwarten, Level 88 zu sein. Ich mache mich ebenfalls auf den Weg. Die Marinesekretärin wird staunen, wenn sie über unsere Zusammenarbeit mit dem Heer der Helden erfährt. Du begleitest mich doch, Kommandantin. Der Admiral hat mich über alles informiert. Überreiche ihr bitte ebenfalls eine Kontaktperle. Jawohl! Ein Anruf vom Heer der Helden? Kommandantin, Landanel und Lanze melden sich zum Dienst. Wir sind bereit, Schaschlik aus den Schurken zu machen. Halt die Klappe, wenn du nichts zu sagen hast. Was fällt dir ein? Du willst wohl als Erster aufgespießt werden. Ob es wirklich möglich ist, aus diesem bunt zusammengewürfelten Haufen eine Einheit zu formen? Wenn es jemandem gelingt, dann wir, Murasaki, wir zählen auf dich.
Über wichtige Fortschritte wird dich wie bisher die Marinesekretärin in Kenntnis setzen. Es scheint noch nicht zu allen durchgedrungen zu sein, dass die Kontaktperle nicht dem Austausch von Belanglosigkeiten dient. Ich werde gemeinsam mit dem Kalmseesagen versuchen, das Versteck der Sturzsee-Fraktion zu finden. Ruh dich so lange aus, Kommandantin. Du wirst deine Kräfte brauchen. Gut. Die nächste Mission machen wir dann wieder als Samurai. Aber den müsste ich erstmal 3 Level leveln. Das kann auf jeden Fall ein Spaß werden.